Mangel an qualifizierten Arbeitsplätzen. Wo liegt das Hauptproblem? Das Hauptproblem oder eines der Hauptprobleme liegt sicher darin, dass sich zu viele ins Gymnasium, Richtung Gymnasium bewegen und zu wenige in die Berufsbildung. Was gäbe es für Lösungen? Die Lösung wäre eigentlich, sich an Best Practice zu orientieren. Das heißt, Best Practice eben, sich an denen, die das besonders gut machen, zu orientieren. Und das heißt, dass man eben Jugendliche, die in die Berufsbildung gehen und eigentlich auch ins Gymnasium gehen könnten, dass man die eher als Modelle bezeichnet oder als Modelle hinstellt. Hätten Sie jetzt eine Botschaft an die Baubranche in diesem Sinne? Ich würde sagen, die Baubranche macht es insgesamt, der Verband macht es sehr gut, die Strategie, aber sie setzt zu wenig bei den Lehrbetrieben selber, bei den Betrieben selber an, weil die müssten sich noch stärker verändern.